Ja. Thanks, dude. Thanks. Und Blackhound, erstmal willkommen an dich. Schön, dass du im Stream bist. Also, die Kisten. Mir ist es an sich wurscht. Ich glaube, voll ist. Ob Kisten steigen oder fallen. Das ist ja meistens der normale Gang. Eine neue Kiste kommt, ganz viele Kisten sind da. Die Leute machen die Kisten auf und freuen sich. Es gibt auch viele Kisten auf dem Markt, ne, für, was weiß ich, 3 Cent. 4 Jahre später oder 3 Jahre später oder 2 Jahre später, je nachdem, sind auf einmal nur noch ganz wenig Kisten da und die Preise steigen dann halt. Deswegen kann ich da nicht allzu viel dazu sagen, weil es halt der Lauf der Dinge ist. Natürlich muss man aufpassen, ich wollte da eigentlich auch mal Richtung Videoform was Kleines sagen oder besprechen über diese Geschichte, weil ich halt echt fast täglich berieselt werde von Leuten, die mir ständig sagen, ey, ich hab eine Investitionsmöglichkeit für dich, Kisten. Und da würde ich dann vielleicht doch die ganze Sache einmal abdecken. Da kann ich mir ja 100 von den 3 Cent Kisten holen, wenn die steigen. Könnte man. Nur, ich werde das alles in ein Video packen noch, okay? Aber ich sag's jetzt trotzdem, weil wir es halt gerade davon haben. Oder vielleicht verwende ich das einfach als, vielleicht verwende ich einfach die Schnipsel. Komm, ich mache so eine Szene rein. Geh mal B. Easy peasy. Und zwar ist es halt echt, finde ich, es ist schwierig. Also erstes Mal sollte man natürlich dann nur Geld benutzen, wenn du sowas wirklich vorhast, dass du eh hast, dass es egal ist, wenn es weg ist. Weil nämlich CSGO jetzt nicht mehr so gut dasteht. Also CSGO könnte in einem Jahr, in 2, in 3 oder 4 Jahren einfach verschwinden, beziehungsweise es könnten andere Spieler erscheinen, die CSGO so weit von seinem Thron stoßen, dass die Sachen ins Unermessliche fallen. Also dass die Kisten, dass dann alles nichts mehr wert ist. Sowas kann passieren. Ja. Und natürlich, was auch nach wie vor in der Besprechung oder in der Mache ist, sind die Gesetze. Es kann passieren, dass es so ist. Und das heißt, in Deutschland ist sowas verboten. Alle Kisten verlieren sofort ihren Wert. Sowas kann auch passieren. Aber man könnte es machen, Blackhound. Das ist ja das, was mir auch viele vorschlagen. Ich meine, mir ist das klar, dass die Leute, die mich das fragen, die schielen dabei natürlich auch auf meinen aktuellen Bestand an Kisten. Ich habe ja einige Kisten, die sind ja ewig alt. Vielleicht gibt es noch einen dritten Punkt, den man nicht vergessen sollte. Die Preise steigen und steigen und steigen, ne? Und jeder denkt sich, oh geil, ich kaufe sie jetzt für 3 Cent. Und wenn ich 10 Jahre warte, kosten sie 50 Euro. Und dann habe ich dick Gewinn gemacht. Es kann doch einfach sein, dass dann nur noch Leute in CSGO drin sind, also die CSGO benutzen und auf die Skill und diese ganze Sache machen, die investieren wollen. Und keiner kauft Kisten für 50. Da müssen dann schon auch die Leute noch da sein, die Dinge eröffnen. Und wenn niemand da ist von den Leuten, die Teile aufmachen, dann kann man die auch nicht mehr verkaufen. Das ist auch nochmal eine Gefahr, die zusammenhängt mit der ersten genannten, ne? Weil CSGO einfach abnippelt. Da sehe ich mich auch. Project A? Projectus Artus? Ja, ist auch nochmal eine Sache, ne? Dann hocken nämlich nur noch Leute da, die sagen, jetzt will ich es verkaufen. Aber jeder will verkaufen, keiner will mehr kaufen. Und dann, das war's. Also Vorsicht mit der Porzellanschale, Jungs. Mit Mädels, groß und klein. Genau, es kann sein, dass so ein Spiel kommt. Nice, geholt, Jungs. Es kommt so ein Spiel und stellt euch mal vor, nur ein Viertel der CSGO-Spieler geht dahin zu diesem Spiel und bleibt weg von CSGO, verkauft jetzt einfach alles. Das hat ja zur Folge, dass da nicht genug Leute da sind, die den Scheiß überhaupt noch kaufen wollen. Ne? Also hinsichtlich der Kistensache, hustelt da jetzt nicht irgendwie Unmengen an Geld rein, weil es passieren kann, dass das alles weg ist. Ist aber mehr Comic. Skado. Naja, in Frankreich kann man, glaube ich, keine Kisten mehr öffnen wegen Gambling. Genau, beziehungsweise in Frankreich ist es... Die haben es irgendwie so ganz komisch geregelt. Ich habe letztens eine Doku gesehen über diese, also nicht Doku, aber so einen Bericht über die Surprise Mechanics, die EA. EA nennt ja diese Lootboxen Surprise Mechanics. Ja? Es sind keine Lootboxen, es ist kein Gambling. Es sind die Überraschungsmechanismen. Und in Frankreich ist es, glaube ich, so, das war da auch mit drin, dass Sachen... Ich glaube, wenn du die Kiste, bevor du die Kiste kaufst, weißt du, was drin ist. Oder so. Wäre aber auch Quatsch, wenn da, ne, dann holt man jeder nur noch die Dinger, wo die Knives drin sind. Einer ist Lower Bench. Nice, Jungs. Vielen, vielen Dank, Scorpion. Richtig nice. Ja, X-Ray oder, genau, X-Ray. Ich kann ja noch was loswerden. Vielen, vielen Dank, Scorpion. 26 Monate. Der Ballett! Frösche schmecken auch, aber das mit den Muscheln und Schnecken verstehe ich nicht. Alter, Schnecken sind ultra lecker.